Hallo, hier ist André. Hinter uns ist unser Bett, in dem wir nicht oft alleine schlafen, weil meistens die Kinder das Bedürfnis haben, einfach mit uns Eltern zu sein. Darum soll es jetzt auch gehen. Es geht um Sexualität, es geht um Nähe, um Intimität. Inwieweit hast du ein Selbstbild aufgebaut und spielst eine Rolle, wo du vielleicht versuchst, deinen Partner immer zu befriedigen? Und vielleicht hast du auch mittlerweile gelernt, um überhaupt diese Rolle aufrechtzuerhalten, gewisse Lust zu empfinden. Wir haben ja in der Vergangenheit, in der Kindheit so viel einfach in uns auch unterdrückt an Lust, an Lebendigkeit, was dazu geführt hat, dass wir dann ja uns irgendwie abgespalten haben, dass wir eine andere Identität aufgebaut haben. Das klingt immer alles so verrückt und für mich ist das irgendwie so ganz normal. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich sehr große Schwierigkeiten hatte in meiner Pubertät und auch in meiner Kindheit, sehr viel Schuldgefühle empfunden habe und mich sehr verklemmt gefühlt habe, wenn es darum ging, einfach mich selbst zu genießen oder Lust zu empfinden und Erotik im Kontakt mit anderen. Ohne dabei gleich an Sex zu denken oder so, sondern es war weit weg. Es geht darum, dass diese Empfindungen immer noch da sind, selbst wenn du vielleicht seit vielen Jahren in fester Partnerschaft bist und ihr vielleicht ein ziemlich sicheres Sexualleben habt, wo ihr euch gut auskennt, kann es sein, dass da, und das ist einfach meine Erfahrung, dass immer wenn du dich besonders sicher fühlst und besonders auch bestimmte Anteile in dir gelernt hast, so im Griff zu haben, dass sich da so eine gewisse Routine einspielt und dahinter sind meistens tiefe, tiefe Sehnsüchte und auch Befindlichkeiten und Empfindungen, die sich wünschen, rauszukommen und in Kontakt zu kommen. Und das kann manchmal genau das andere sein. Es kann oftmals genau das Gegenteil sein von der Rolle, die wir bisher ausgefüllt haben. Es kann sein, dass du vielleicht ein guter Ficker bist oder du immer und ihr in der Form irgendwie eine orgastische Sexualität lebt und darunter vollkommen andere Anteile sind, die einfach zu kurz kommen, die gar keine Chance haben, gefühlt zu werden. Ohne das bewerten zu wollen. Es ist etwas Wunderschönes, wenn man das hat, wenn man miteinander, für mich ist das dann wie so eine Art Sport, den man betreibt. Und es ist schön, wenn man sich auf dieser Ebene lustvoll aneinander, sich das so miteinander teilt. Meine Videos gehen einfach mehr auch in die Richtung, ich möchte dich einfach auch inspirieren und dich dafür öffnen, dass es da vielleicht immer noch auch einen größeren Raum gibt von Begegnung. Und genauso kann es sein, dass ihr vielleicht eine relativ verklemmte, unbefriedigte Sexualität habt und euch so sehr wünscht, mehr Lust, mehr Geilheit zuzulassen. Und wo du vielleicht einfach auch Angst hast, dich Seiten in dir zu stellen, wo du Dinge in dir einfach ablehnst, vielleicht sogar auch in einem Partner. Dass du, wenn du vielleicht für dich alleine bist, schon Fantasien hast, die dich heiß machen und du einfach Angst hast, das mit deinem Partner zu teilen oder eventuell dein Partner könnte in diese Rolle hineinschlüpfen, dass ihr vielleicht Angst habt, dass ihr nicht mehr wisst, wer seid ihr denn füreinander, was würde das mit eurer Beziehung machen, vielleicht habt ihr dann Angst, plötzlich euch zu verlieren, euch zu verletzen auch. All das sind einfach Seiten, Aspekte, die eine Partnerschaft lebendig machen und süß machen. Und wenn du dich für diese Seiten öffnest, für diese Unsicherheit, dass du im Grunde gar nichts weißt und dass das euch einfach wirklich öffnet für euer Wesen, wo es vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist. Sexualität wird oft immer so hochgestellt, auf so ein Podest gestellt, wo wir uns so messen. Ne? Bin ich jetzt glücklich, bin ich nicht glücklich oder so. Und das erzeugt so viel Leistungsdruck und das verhindert wahre Begegnung oft. Das macht sehr viel kaputt. Und manchmal ist uns gar nicht so sehr nach Sex. Wir haben so früh gelernt, einfach bestimmte Dinge zu erfüllen, weil wir so eine riesen Angst haben, nicht liebenswert zu sein, nicht geliebt zu werden oder einfach auch verlassen zu sein.
Und zum Teil fordern wir das auch ein. Wir wollen leben in einer Bedürfnisbefriedigung, in einer Gesellschaft, wo wir einfach, wenn wir bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt bekommen, dann werden wir aggressiv, wir fühlen uns frustriert, wir werden den ganzen Tag von Dingen irgendwie regelrecht getriggert. Ja? Es wird so in uns hineingedrückt, ja? Dass wir uns manchmal einfach nur schlecht fühlen können mit uns selbst, traurig und depressiv, weil unser Alltag, weil vielleicht deine Beziehung ganz anders aussieht. Und dafür möchte ich dich einladen. Wie sieht's bei euch aus? Welche Seiten in dir warten darauf, dass sie leben dürfen? Wie wäre es, du nimmst diesen Leistungsdruck raus? Du musst deinen Partner nicht befriedigen. Wie wäre es, es geht erstmal darum, herauszubekommen, was in dir möchte sich jetzt öffnen? Und das, dazu möchte ich sogar noch mal einmal den Raum hier wechseln, ein bisschen ans Licht kommen. Das ist etwas, das ist wie eine Magie, dass du plötzlich wieder mit etwas in Kontakt kommst. Das ist besonders über die Augen. Es geht über den Körper. Das sind Gefühle plötzlich, die da sein dürfen, wo du lernst, immer mehr alles sein zu dürfen. Und ich möchte jetzt gar nicht mehr groß weiterreden. Das sind Dinge, die gebe ich weiter in Einzelsitzungen, die geben wir weiter in Seminaren, in unseren Filmen auch. Im Grunde ist es eine bestimmte Energie, die du in mir sehen kannst, die ich so rüberbringe. Und ich habe einfach das Gefühl, es geht letztlich um Empfangen. Und wenn du das empfangen kannst, dann kommst du automatisch auch ans Geben. Dann musst du nicht mehr so sehr viel tun, sondern es fließt einfach durch dich durch und du gibst. Du gibst sogar sehr gerne. Und du gibst etwas, was du vielleicht bisher dachtest, dass es nichts wert ist. Dass das, was dir bisher scheinbar Halt gegeben hat, gar nicht mehr so wichtig ist. Du kannst dich mehr entspannen. Das betrifft nicht nur die Sexualität. Das betrifft euer ganzes Miteinandersein. Und dir macht es plötzlich Freude, dich zu schenken und dich selbst dadurch auch, ja, zu genießen und zu lieben.